Das mit den iPads, weil ich da gerade zufällig über den Reiter bedingt bin. das dauert halt einfach, ne? Lieferzeit. Ja. Ist ja. So, ich habe gestern die Bestätigung, weil ich habe es finanziert und da habe ich über ID Now oder wie auch immer das heißt, habe ich mich dann online eine Unterschrift und Prüfung und alles gemacht. Mhm. Und dann wurde das bestätigt, die Finanzierung. Ich hätte es auch zahlen können, aber ich dachte mir 0%, das finanziere ich doch. Und dann kam ein Update, quasi mit den genauen Lieferzeiten und allem drum und dran. Ah ja. Das habe ich aber vergessen. Also es kommt, ich schätze mal, einen Monat. Mhm. Ende April, Anfang Mai. Ich wollte dir nämlich die neue Hülle zeigen, aber... Sollen wir das schon öffentlich machen, worüber wir gerade sprechen? Das ist ja alles total relevant, ne? Können wir machen, ja. Weil, ja, genau, weil da kann man nämlich... wie heißt die neue Kamera? Ach, Menno. Leider. Ich weiß ja nicht genau, was leider kann dann, aber... Also Apple hat ja da die große Marketing-Copy-Keule ausgepackt, ne? Weil das geschieht alles auf Nano-Ebene und so, sagen sie. Also leider ist der Hammer und ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Also das also Einzige... Es gibt ja schon lange, schon seit meinem iPhone 4 gibt es ja schon Fotogrammetrie dafür. Aber möglicherweise kann leider das dann eben besser. Leider, da können wir vielleicht mal dein Wissen und meins, ich habe es eben noch nicht, ich werde es jetzt probieren. Hüllen und Schutz kaufen. Ich will da meine Hülle zeigen. Möglicherweise hängt es auch an der. Also soll ich leider erklären? Ja, sofort. Ich will dir gerade mal kurz Marke. Weil die kam nämlich ganz neu rein. Otterbox. Die hier. Ah, halt. Na, ist egal. Die Größe ist ja wurscht. So sieht die aus. Und da ist hier... Ach so, ich zeige dir mal meinen Bildschirm. Ja. Bildschirm freigeben. Aber du musst deinen freigeben erst, bitte. Ich muss das stoppen, oder was? Anscheinend, ja. Okay, gestoppt. Jetzt. Ach, wahrscheinlich. Ja, aha. Und da ist hier der Stift nur mit so einer... Weil das Problem ist ja, dass ich einen Stift dabei brauche. Hm. Und viele andere Sachen, die haben da so ein Plastikding und da liegt er dann extra noch so drin und... okay, das geht auch ohne Stift. Ah, das ist cool. Mit oder ohne? Ey, Magneten. Alter. Bitte was? Magneten. Das ist ja, das sind irgendwie zwei, das ist ja so, das ist ein Doppelflap irgendwie, ne? Ja, ja. Ich staune nur darüber, was in letzter Zeit alles mit Magneten gemacht wird. Du kaufst dir irgendein Gadget oder Schuhe. Meine Frau hat sich Schuhe gekauft. Weißt du, wie der Karton verschlossen war? Mit Magneten, ne? Ja. Ey, so eine Verschlossenheit. Aber da geht doch, also man muss ja sagen, möglicherweise, ich meine, es sind jetzt keine, wie heißen diese Supermagneten? Neodym. Neodym-Magneten, weil das sind ja alles Rohstoffe, ne? Ja. Die du gut, also diese Neodymen, die sind ja ganz schlimm, ne? Also was die, ich weiß nicht, die verwenden irgendwelche Rohstoffe, die es, glaube ich, auch nur im Kongo gibt. Ich weiß nicht, wie es mit normalen Magneten ist, aber ich finde, wenn du so einen Karton dann schredderst und dann, oder ich habe hier irgendwie, jedes Gadget kommt in dem Karton und man erwartete, also ich erwartete es schon beinahe, dass es flapp mit einem magnetisch aufgeht, ne?
Ich weiß gar nicht, ob das schlimm ist. Aber wir, ach so, genau, mal zurück zu deiner Box. Also ich habe ja gedacht, oh je, Otterbox, das ist bestimmt so ein Plastikklumpen. Ist es aber gar nicht, ne? Nee, der ist schön. Ich habe ihn auch genau in der Farbe bestellt, in Violett. Und was ist die Rückseite da irgendwie? Die Rückseite sieht aber komisch aus. Wieso ist die durchsichtig? Keine Ahnung. Also weil wenn die noch voll wäre, ne, fände ich es besser. Ich werde sehen. Aber ist okay. Was kostet das? 11 Zoll. 115, ne? Oder so. 115, wow. Auch echtes Geld, ne? Ja, das ist echtes Geld, aber es ist ja jetzt mitfinanziert. Ich wollte eine Hülle haben und ich wollte nicht lang rumeiern. Ja, ja. Nee, aber das sieht doch gut aus. Ich meine, ich habe ja die Tastatur. So, und zwar das Originalding, das kann ja nix und kostet genauso viel. Leck mich am Arsch, 89 Euro. Man kann das ja kaum glauben, ne? Also, oder du kaufst ein Kabel von Apple und das kostet 50 Euro oder so, ne? Ja. Ich meine, Anja hat ja eine iPhone-Hülle oder iPad-Hülle, kauft ja immer irgendwelchen Kram. Der kostet 30 Euro und ist super. Ich habe auch eine iPad-Hülle, die hat 8 Euro gekostet. Und die habe ich dann zerlegt, weil ich quasi nur die Rückseite gebraucht habe. Also da war auch so ein Flappdeckel drüber. Und seit ich die Tastatur habe, brauche ich die Vorderseite nicht mehr. Und dann habe ich die einfach abgerissen, den Deckel vorne. Also es gibt auch für 10 Euro Hüllen, ne? Aber man merkt schon Unterschiede. Und das mit der Stifthalterung, das ist natürlich schon nicht schlecht. Ne? Das war mir halt wichtig. Und da, ja, ja. Wenn dann das Ding kommt, ach, wieso findet er das nicht, Riese und Müller? Hör mal, leider, ne? Also, leider ist das, was du vor 2 Jahren vor 3 Jahren in allen Technikmagazinen oben auf Autos drauf gesehen hast und was sich so kreiselnd gedreht hat, autonome Autos, selbstfahrend und so, ne? Sagt dir das was? Ja, ja, ja. Also die, eigentlich alle selbstfahrenden Autos haben LiDAR eingebaut, nur Tesla nicht. Die machen das mit Kameras, quasi die Umgebung ausmessen. Mhm. Und im Gegensatz zu einer normalen Kamera, also was du misst, ist, das nennt sich Time of Flight. Hast du das schon mal gehört? Nee. Quasi die, also das ist die Zeit, die das Licht braucht, um einen Weg zurückzulegen, die wird gemessen. Mhm. Und bei LiDAR, also LiDAR ist eine Kombination aus Laser und Kamera, vereinfacht, also quasi aus einem Emittor, also das Licht wird ausgesendet und reflektiert. Also wie so ein eigentlich das einfachste LiDAR-Gerät ist so ein Bosch, diese Laser-Messgeräte, die du kaufen kannst mittlerweile für relativ wenig Geld. Laser-Messgeräte oder Laser-Geschwindigkeitsmessgeräte zum Beispiel auch, die Polizei hat. Ja, okay. Das ist leider. Diese Laserpistolen. Richtig, die Laserpistolen. Die man so von der Highway Patrol kennt. Ja, die kannst du auch bei Amazon kaufen. Also diese günstig. Ich hatte schon den Finger am Abzug mal. Also, ja, was ist mit dem Ding? Keine Ahnung, an die Straße stellen und ein bisschen spielen. So wie früher mit dem Walkie-Talkie, total ohne Sinn. also... nimmt das eigentlich auf hier bei mir? Ja, doch. Meiner nimmt auf. Okay, nur ich habe mich nur gewundert, weil normalerweise sehe ich dann einen Ausschlag in der Menüleiste, ist aber nicht. Also gehen wir mal davon aus, dass das aufnimmt. Also,
Laserabstandsmessung, eigentlich ist es das. Na? Mhm. Das bedeutet, und das ist super praktisch. Ich meine, du kannst ja jetzt, hast du dieses Maßband schon mal ausprobiert am iPhone? Nee. Heißt es Maßband? Glaub schon. Also du kannst ja mit der Kamera quasi Abstände messen. Mhm. Und aber die Kamera, die muss das halt, die muss das alles berechnen. Also die nimmt halt dann die Entfernungen, kann sie quasi aus, verwendet dann zum Beispiel mehrere Kameras und setzt daraus dann die Entfernungen zusammen. Und bei LiDAR. Ja, das ist ja so, so funktioniert ja die Fotogrammetrie, dass du verschiedene Ansichten hast. Also klassischerweise gehst du um das Objekt drumherum, machst einen Haufen Bilder. Mhm. Und wenn es genau sein soll, werden auch Referenzpunkte geklebt auf das Objekt, das du messen möchtest. Aber auch nicht nur. Also du brauchst halt irgendeine Referenz, natürlich, dass er die Größe berechnen kann. Und mit LiDAR ist das einfacher und genauer. Also und es braucht weniger Rechenleistung. Das heißt also, du kannst deine Rechenleistung auf interessantere Aufgaben verteilen. Du schießt halt einen Laserstrahl weg und misst, wenn er zurückkommt. Eigentlich ist Face ID auch sowas, nur dass die Infrarot verwendet, die Kamera. Mhm. Also ich hatte ja die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, dass ich dir geraten habe zu warten da auf ein neues iPad, weil eigentlich hättest du ja schon seit letzten Herbst eins haben können, ne? Ja, aber das ist nicht schlimm, brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Und dann dachte ich mir, oh Mann, also letzte oder kurz bevor es kam, dachte ich noch, oh Mann, und jetzt mit Corona, ob das überhaupt noch was wird. Ich sag dem Thomas, der soll sich einfach eins kaufen, scheißegal. Und eigentlich wärst du mit dem Vormodell wärst eigentlich noch prima bedient gewesen, aber gerade für dich, glaube ich, ist das leider schon affencool. Also ich könnte mir vorstellen, dass es für dich dann Anwendungen gibt, wo sich das wirklich lohnt, ne? Also als Arbeitsgerät, ne? Ja, ja, das soll ja auch ein Arbeitsgerät sein. Deswegen habe ich ein bisschen mit mir gehadert. Auch einen Moment mal bitte. Wegen der Speichergröße, was ich denn bestelle. Und weil dann dachte ich, wer weiß, was für Formate, wie viel Platz irgendwelche Fotogrammetriedaten brauchen oder sowas in Zukunft. Also das hattest du schon tatsächlich vor? Ja, ja, klar. Ja. Guck mal, oder ich will zum Beispiel schreiben, ich warte auf die Tastatur. Nee, weil das ist was für mich wichtig sein kann, einfach Sachen zu scannen. Ah, ja. Und eben, ja, läufst irgendwo rum und erfasst Daten, meinetwegen. Oder so. Und ich kenne es ja eben von die einfach Datenrückführung und ob ich das dann nutzen kann. Ich meine, letztendlich so Reverse Engineering, irgendwelche Rahmengeometrien, zum Beispiel Fahrradgeometrien, aus Bildern abzuleiten, ist ja gang und gäbe, macht ja jeder. Kannst nachmalen. Aber da noch detaillierter tatsächlich die Formen zu haben und Oberflächen, das ist halt das, was dann schon noch cooler wäre. Also wenn es mal wieder Messen gibt, ne, dann wird man da Leute mit iPad Pros rumlaufen sehen. Ne? Also weil angeblich, was hast denn du da? Ach so, du siehst mein Bildschirm noch. Ich suche diesen Deckelmechanismus. Neulich hatte ich ein paar schöne Bilder gesehen, weil das fiel mir bei Magnet ein, dass die Riese und Müller Batteriefächer ja sich mit einem Magnetverschluss haben. Okay, pass mal auf. Wir müssen jetzt. Wir sind ja jetzt.
Ja, wir sind ja quasi, wir waren ja schon in medias res und selbstverständlich wieder voll am Technik-Nörden. Wobei ich vor 2 Jahren oder so auf der Eurobike damals mich mit einem Typen unterhalten hat, der ein Fahrrad geplant hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals mal erzählt habe im Podcast. Mit sämtlichen Sicherheitselementen. Und ich glaube, der hatte auch LiDAR-Sensoren drin. War das nicht der Typ, den wir gesehen haben, der diesen Vortrag gehalten hat? Mit Abstandswarner und allem drum und dran? Hat der einen Vortrag gehalten? Das war cool, ja, auf der Eurobike. Na, das war so ein Stealth, das hat er mir heimlich gezeigt auf dem iPad. Ach so, nee, aber das war ein anderer. Aber der hatte eben Abstandsradar und was weiß ich, lauter so ein Kram da vorgeführt. Also Abstandswarner auch und solche Sachen. Ja, ja, also ich meine, ich verfolge ja sowas schon seit Jahren, ne? Und da, ich meine, dieses LiDAR-Zeug, also diese Dinge, was die ganzen Autos auf den Dächern haben, die selbstfahrenden von Waymo und so, das kostet ja viel mehr, weil die 360 Grad scannen quasi permanent. Also die sehen auch, wo der wie hoch der Bordstein ist und so, ne? Und die nehmen das dann auch noch auf. Ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen, weil also oder von ZF und so, die Fahrzeuge, die scannen und berechnen gleichzeitig, also ziemlich aufwendig, sodass sie Karten erstellen, während sie fahren, in Echtzeit. Und das ist natürlich aufwendiger. Und bei das System, was halt jetzt im iPad eingebaut ist, das ist einfacher, weil es halt nicht 360 Grad machen muss. Und auch die Entfernung nicht ganz so kritisch ist. Ich weiß nicht, wie weit das wirkt, aber wenn du jetzt im Auto unterwegs bist mit einer bestimmten Geschwindigkeit, da musst du ja schon weiter vorausgucken können, ob da was über die Straße läuft, ne, und was ist. Und das muss dann abgeglichen werden mit irgendwelchen Bibliotheken an bekannten Sachen. So, ist das ein Hund, ist das ein Kind oder ein Ball und so, ne? Ah, hier ist die Hülle, oder was? Okay, nee, sag mal, ich find's nicht, ist egal. Ich wollte mal, wie weit sind wir jetzt drin? 25 Minuten oder so? Vielleicht auch weniger. Halbe Stunde. Ich wollte mal fragen, wie die aktuelle Situation ist, wo du dich befindest und ob du angezogen bist. Natürlich bin ich angezogen. Ich bin immer angezogen beim Frühstück. Ich lehne das ab. In Unterwäsche zu frühstücken. Aha. Aber bin jetzt, ich dagegen. Ich sitze in der Küche. Da habe ich momentan das ist mein Arbeitsraum quasi, weil da arbeite ich in meinem, eben als mach, habe ich einen großen Bildschirm hingestellt, da kann ich konstruieren und wenn ich dann da eine konstruieren und arbeiten und delegieren und organisieren. Und wenn ich dann eine Pause mache, dann kann ich aufstehen und kochen. Aha. Und danach spülen und dann kann ich wieder arbeiten. Und dann abends, wenn der Tag der richtige ist, dann kann ich da auch Trompete üben. So wie gestern. Online Trompetenstunde. Ja, du hast mir gut. Ja, da hatte ich allerdings nicht den Mac, sondern den Lenovo. Über Skype haben wir das dann gemacht und die Mikrofone waren durch die Trompete überfordert. Also mein Lehrer hat sich beschwert, Mann, das
das klingt komisch. Und dann habe ich, mein Podcaster-Mikrofon geholt und meine Kopfhörer und dann war es top. Und dann habe ich gesagt, Wahnsinnsklang und so. Ich wollte gerade sagen, wieso hast du dann nicht das Rode-Mikrofon genommen? Ne? Ja, habe ich dann gemacht. Ah, ja. Und dann ging's. Und es war gut. Und weil das ist ja eben ja mit den Schulen und der Kunst und dem ganzen Kram jetzt in den Zeiten, also das ist ja eine freie Musikschule, bei der ich da bin, die wo man nicht einfach sagen kann, okay, dann arbeite ich halt nicht, der Staat zahlt es, das geht da nicht. Und 95% der Unterrichtsinhalte dort werden jetzt geskypt. Ein paar wehren sich noch, wollen nicht, aber die Option ist halt nicht, nichts zu haben. Und deswegen, also diese 95%, da hat auch noch niemand Geld zurückgewollt oder zumindest ist es nicht öffentlich geworden oder hat seinen Vertrag gekündigt. Weil was soll das? Und also wenn du, jetzt ist natürlich, also das geht ja relativ einfach, ne? Also mein Sohn hat Mathe-Nachhilfe und das läuft über so eine, weiß gar nicht, ob man das Agentur nennt, aber ja, quasi über so eine Schule auch, so ähnlich so wie deins, also kommerziell. Also ich weiß gar nicht, ist die von der Stadt, wo du da bist, oder ist das? Nee. Also ist quasi das Gleiche, nur für Mathe. Und okay. Der hat irgendwann gesagt, ja, er darf nicht mehr seine Schüler besuchen. Einmal kam er schon, der kommt aus Düsseldorf. Einmal konnte er nicht kommen, das war noch bevor den Einschränkungen. Da hat er irgendwann angerufen, ja, er steht im Stau in Köln, er weiß nicht, was los ist. Normalerweise kommt er hier immer noch durch. Und dann haben wir nachgeguckt bei Twitter, was da los ist. Und dann war in einer der größten Straßen, so ein Kölner Ringstraße, war ein Riesenloch drin. Also okay. Straße abgesackt, zack. Mhm. Klar, dass man da nicht mehr weiterkam. Ne? Und jedenfalls irgendwie die Woche drauf war es dann schon so, da kam er dann und dann irgendwie eine Woche später war es so, dass er gemeint hat, nee, kann nicht kommen, aber er macht es über Skype. Und okay. Das funktioniert prima. Mein Sohn hat sein Telefon dann an, vor sich stehen und damit machen die das. Also funktioniert super. Und der schickt ihm Aufgaben, an denen er arbeitet. Also sie arbeiten, machen das dann gemeinsam quasi. Er zeigt ihm, was er macht und so. Sie besprechen das. Das funktioniert genauso gut, wie wenn sie sich am Tisch gegenüber sitzen. Also ich weiß nicht, bei dir ist es ja auch so, du arbeitest, du hast jetzt auch quasi viel Kontakt über Online, über Videochat dann, oder? Den habe ich ja schon immer. Sofort, ich schreibe gerade mal noch kurz was fertig. Ja, weil ich arbeite ja mit Menschen in anderen Städten und teilweise auch anderen Ländern und anderen Kontinenten zusammen. Und insofern benutze ich viel Skype und Bildschirmübertragung und alles, um Konstruktionen zu prüfen, zu optimieren und mit den Leuten einfach zu kommunizieren. Das ist Usus. Ich telefoniere auch kaum, weil Skype-Telefonie dann, also ich telefoniere natürlich schon, aber halt über Skype dann entweder mal mit oder ohne Sichtkontakt und je nachdem. Also aber wir haben trotzdem normalerweise eben eine Präsenz in unserem Büro untereinander. Aha. Und da bin ich jetzt seit ein paar Tagen zu Hause und arbeite in dem Fall über TeamViewer, weil VPN irgendwie zickt.
Und jetzt habe ich meine Maschine bleibt im Büro am Server hängen und über die greife ich mit TeamViewer drauf zu. Und das funktioniert ziemlich gut. Also die ist dann auch schnell, weil das egal ist, was ich für eine Internetverbindung habe. Wenn die langsam ist, dann ist sie halt langsam. Ich muss ja nur ein Bild übertragen quasi und Signale. Und es funktioniert nicht schlecht. Das ist wie so ein Terminal, was du dann quasi benutzt. Der Rechner arbeitet im Büro und du guckst dir nur das Bild davon an. Du streamst dir quasi nur den Bildschirm. Sozusagen, ich kann ihn aber komplett bedienen. Also ich kann da CAD und alles machen. Mit Skype ist ein bisschen ärgerlich, das mache ich extra. Weil ich mit den Kollegen skypen wollte und dann hat plötzlich mein Rechner dort angefangen zu plaudern. Und weil wir haben TeamViewer, wie auch viele andere, machen ja momentan eben durch mit Corona massives Marketing natürlich und dann gibt es kostenlosen Zugriff und Funktionalitäten, aber doch nicht alles. Also ich kann den Bildschirm nicht von der Ferne aus schwärzen. Das geht normalerweise, sodass keiner auf meinen Bildschirm dort guckt. Aber wenn ich das mache, dann will er Geld, der TeamViewer. Ja, voll die Erpressung. Ja. Na gut, ich gehe nächste Woche. Wäre das nicht schön, wenn du deinen Bildschirm verstecken könntest? Passt auch nicht viel. Ja. Überlegst dir. Genau, so sieht es aus. Insofern ist das jetzt gerade meine Situation. Ich bin quasi den ganzen Tag in der Küche. Da ich den Küchentisch belege, gehe ich dann zum Essen raus. Ah, okay. Aus der Küche. Aber ich war tatsächlich nicht vor der Tür. Ne? Also gestern Abend war ich im Baumarkt. Das war super. Ah. Wollen wir eigentlich mal so einen Jingle zwischendurch machen? Fahr Radio und so und Dings. Das können wir doch machen. Ne? Du kannst auch noch mal auf meinen Bildschirm gucken, falls du mir einen teilen wolltest. Ich war schon auch Corona-bedingt und Arbeits-Workload-mäßig bedingt schon länger nicht mehr in der Werkstatt, aber da sieht man den schönen Word-Kalender in der Werkstatt hängen. Ja, gibt's die noch? Natürlich. Also ist das ein aktueller Kalender? Ja, aktueller Word-Kalender. Ist das Laura? Keine Ahnung. Laura Müller, ne? Die vom Wendler, nicht? Ich weiß es nicht. Also für die Und wer Hörer, ist der Wendler? Für die Hörerinnen und Hörer, der Thomas scrollt gerade auf einem Bild hin und her. Wo bist du? Sind das deine Fotos? Ja. Und da ist im Vordergrund ein Fahrradrahmen zu sehen und im Hintergrund hängt ein Bild von der Frau, die sich gerade so die Bluse hochzieht, ne? So. Ja, die hat einen ziemlich flachen Bauch. Also ja. Frauen, ist Wörtkalender sexistisch? Ist sowas sexistisch? Keine Ahnung. Naja, war schwer zu sagen. Also sind Schrauben irgendwo abgebildet? Nee, die lecken nicht an Schrauben oder so. So ein Quatsch. Machen die nicht. Sind einfach nur ja, weil beim Stil, spärlich bekleidete beim Frauen. Beim Stielkalender haben sie ja dann schon mal eine Kettensäge in der Hand. Ja. Nö, oder? Haben die gar nicht. Naja. Ja. Ja, schwer zu sagen. Aber ja, so waren früher in unserer Kindheit, waren also in Werkstätten, ne? Also Standard. Der Werkstattkalender. Was gab es denn da? Stiel, Wirt, Pirelli war in den Auto. Genau. In den Autowerkstätten an der Wand. Ich weiß nicht, ob der Stahlgruber sowas auch hat. Ja, vielleicht mit günstigeren Models dann. Okay. Jetzt wirst du schon wieder wertend, hm?
Das ist nur eine Einschätzung. Naja, komm, also eine Aktiengesellschaft wie, wer ist denn das? Das ist der Gallagher, Liam Gallagher. Ah ja, aha. In Wien denn? War der bei euch zu Besuch oder was? Ja, der war bei uns. Aha. Okay, Schule ist auch nicht bei euch, ne? Also nee, Schule kennst, ist ja kennst dich, du den? Ne? Habe ich dir den schon mal gezeigt? Wen? Mein Lego-Worker. Da warte mal, da muss ich, glaube ich, meinen Bildschirm mal größer machen. Aha, dann hallo, geh weg. Oh. Also man sieht hier eine Arbeitssituation aus Lego gebaut. Eine Lego-Figur, die vor einem Bildschirm sitzt, auf dem ein Fahrrad abgebildet ist und links daneben ist eine Lampe. Also alles sehr detailgetreu nachgebaut. Wer hat das gemacht? Das ist aus einem Lego-Set. Das ist ja auch, der hat einen McLaren-Pulli an. Es ist ein McLaren-Design-Studio. Das ist von den Lego Speed Series oder so. Da gibt es ein Set und da ist ein Design-Studio. Das ist der Designer eben an seinem Tisch und vorne steht der McLaren S.7 oder so, wie auch immer der heißt. Aha. Also das Auto ist dabei. Das Auto habe ich weggegeben, das brauche ich nicht. Und ich bin und der diese Speed Series, so heißen die, die wurden von einem Designer betreut, der, also von Lego hatte einen Transportation Designer angestellt gehabt. Also der ein Autodesigner, der hat diese Speed Series gemacht. Da gibt es auch Umsetzungen vom Bugatti Chiron, der als Lego durchaus besser aussieht als das Original, zugegebenermaßen. Der sieht da nicht so so weich aus. Der ist cool in Lego. Leider keine Zweiräder oder so. Ist auch einfach schwierig. Das Zeug fällt um beim Spielen. Und ja, das muss man dann immer irgendwie auf Platten draufkleben. Ja, also da als Spielgerät muss man sagen, sind Autos besser. Vielleicht ist das die Zukunft des Autos. Oder man oder macht wenn dann man eben die Lastendreiräder, Lieferfahrzeuge, irgendwelche UPS und Onos und sonst wie Vehikel, mit denen kann man dann spielen. Mein UPS Bote hat letzte Woche, als er mir meine neuen, was hat er gebracht? Neue AirPod Pro kaputt, ausgetauscht, kam mit UPS. Dann habe ich gemeint, wie es denn so aussieht, so drumherum. Und dann hat er gemeint, also da, wo wir wohnen, sind ja relativ viele Bürogebäude drumherum. Und da hat er gemeint, die sind alle leer. Und das ist ihm auch recht so. Er findet es ja, also er will ja keinen Kontakt haben eigentlich. Ne? Also auch auf Unterschrift wurde verzichtet zum Beispiel. Ne? Und dann hat er gemeint, ja, die Lieferungen werden bei Ihnen auch weniger und wenn es noch ein bisschen abnimmt, dann kann er mit dem Fahrrad fahren, also mit dem Lastenrad. Okay. Bis jetzt, also bis zu dem Zeitpunkt war er noch mit dem Auto unterwegs, aber also da freut er sich dann, wenn er dann umsteigen kann aufs Fahrrad. Aha. Das ist ihm lieber. Cool. Aber da hat er dann ein Fahrrad oder Dreirad oder was? Das ist dann ein Dreirad, glaube ich. Also ich glaube, die haben noch so klassische, also vorne zwei, hinten eins, ne? Diese UPS-Dreiräder kennst du vielleicht. Ne? Kann aber auch sein, dass es ein anderes war. Vorne zwei, hinten eins. Ach so, die so wie meins Johnny Loco, so in der Art. Ah, oder so. Okay. Also klassisches. Weil jetzt haben sie ja
Jetzt haben sie ja so kleine autoähnliche Dinger teilweise. Ja, haben sie auch, aber die hab ich in Köln noch nicht gesehen. Die sind ziemlich zusammengeschustert aktuell, aber das ist ja auch so ein bisschen... Die heißen, glaube ich, Riddle oder Bike oder so. Die Riddle sind es nicht. Also die sind von Speedliner, die haben. Ich habe reingeguckt. Aha. Aber Riddle und alles und Ono, das ist ja alles dieselbe Richtung, wo das hingeht. Na, ich bin ja kürzlich, das kann ich ja jetzt erzählen, nachdem der Artikel draußen ist. Oh ja, den Artikel bitte weiterleiten. Den ich hier unbedingt sehen. In aktuelle Technology Review, Technology Review 4 2020. Ich bin für euch auf einem Fahrrad mit elektrischer Kette gefahren. Und was lachst du? Ja, weil ich den Craig Cullum, der die Lego Speed Champion, so heißt es, gemacht hat und jetzt aber nicht mehr bei Lego ist, sondern wieder zurück zum Design gewechselt ist. Und da gibt es auf Top Gear wohl eine Sendung, wo die Lego Speed Champions von ihm erklärt werden. Okay. Also, weshalb mir das jetzt auch einfällt, also dass ich war bei Schaeffler in Herzogenaurach und... Ja, da lass doch mal unseren Jingle einspielen. Welchen? Ja, Fahrradio. Wir haben ja immer noch keinen Fahrrad. Den? Was ist das für einer? Den kenne ich gar nicht. Hast du den gehört? Die war das. Ach so, das war die Jeopardy-Wartemusik. Oder den? Doch. Okay, aber wir brauchen doch kein Jingle mehr, ne? Den meinst du? Oder? Genau, den meine ich. Ah. Du meinst, weil es jetzt so richtig mit echten Inhalten losgeht? Ja. Dabei wollte ich noch total abschweifen vorher, was ich auch nicht so schlimm finde. Wir können ja vielleicht auch uns ab jetzt wieder öfter treffen, wo wir die ganze Zeit zu Hause sind. Ja, wir schichten ja momentan quasi dann im Büro. Also ich muss da mal ein bisschen ausprobieren noch. Und außerdem muss ich Software installieren und da muss ich ins Büro. Das geht nicht anders. Ah. Heute ist übrigens Samstag, der 28. März 2020. Im Moment ist es 9.16 Uhr. Falls jemand in Zeiten nach... In zukünftigen Zeiten mal diese Folge hören sollte, dann ist das jetzt quasi wie ein Stempel eingebrannt. Ja? Egal, wie die Datei außenrum heißt, das hier bleibt. Und dann, damit kannst du immer rausfinden, wann das war. Ohne, also quasi mit, wie nennt sich das, ohne forensische Techniken anwenden zu müssen. Einfach reinhören. Also machen wir mal hier Sound wieder aus, ne? Ja, genau. Okay, gut, dann lasse ich den... Dann lass mal das mal mit der allgemeinen Situation. Bei mir ist es ja so, dass ich bin ja sowieso... freiberuflich und schon immer im Büro. Ja. Aber jetzt nochmal zu der Technology Review, weil ja, die ein oder anderen, du wirst ja uns darüber erzählen, was du bei Schaeffler erlebt hast und erfahren hast, aber das will vielleicht auch jemand lesen, vielleicht will auch jemand dieses Heft lesen. Kann man das am freien Markt kaufen oder kann man das bestellen oder gibt es das online? Die gibt es also als E-mäßig oder so? Ja, also, erstens gibt es das im Zeitschriftenhandel. Das ist eine gedruckte Zeitschrift, die erscheint im Heise Verlag. Ah, genau, da hattest du was erzählt. Den die ein oder anderen wahrscheinlich kennen. Also im Heise Verlag erscheint zum Beispiel die weltbekannte, fantastische Computerzeitschrift CT.
Und aber die kann man nur kaufen, wenn man ein Black Sabbath T-Shirt anhat. Nein, aber ein Zopf wäre schon angebracht. Zopf muss schon sein, ja. Nein, also die sind durchaus, also das ist kein Super-Nerd-Magazin. Also es hat sich auch geändert. Also die bei Heise erscheint die CT, das ist vielleicht das bekannteste Produkt. Und dann gibt's natürlich, das kennst vielleicht sogar du, Heise Online. Ja. Oder? Ja, ich gucke aber ganz selten rein, gebe ich zu. Oder muss ich zugeben. Ich vergesse immer drauf. Neulich habe ich es mal irgendwo draufgedrückt, dass ich dem mal folgen möchte, aber weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich vergesse immer drauf. Also, das ist, ich würd sagen, also was Spiegel Online für allgemeine Nachrichten ist, ist Heise Online für Technik. Quasi das Nachrichtenmagazin, deutschsprachige. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie unterschreiben würdest oder könntest. Auch das älteste übrigens, ne? Glaube ich. Also sie sind schon ewig online. Naja, das kommt vielleicht daher, dass sie halt von Computerfuzzis gegründet worden sind. Also heise.de kennen wahrscheinlich die meisten, die uns zuhören. Da gibt es dann zum Beispiel auch, da treibst du dich bestimmt auch ab und zu rum, Heise Auto, Autos? Ich muss dazu sagen, ich muss zugeben, dass ich von Autos schon immer weiter weg bin und mich manchmal richtig stört, wenn ich rumlaufe auf der Straße und mir irgendwelche Design-Details angucke und mir überlege, ob ich das gut finden soll oder nicht. Weil bei Autos. Ich das ganze Produkt halt nicht gut finde. Insofern ist das ganz schwierig. Außer dieser Sportwagen von Lexus, der sieht einfach hammermäßig gut aus. Aber es ist, also das ist so, dass zum Beispiel, also auch über Geschichte ist da viel drin. Also da gab es zum Beispiel einen hervorragenden Artikel über die Ente, über die Citroën-Fahrt oder überhaupt über Citroën, über viele Seiten, ganz lang, ausführlich. Oder jetzt im Moment geht's um Autos, die ab 2020 das H-Kennzeichen bekommen, also Oldtimer. Und jetzt pass auf, ab Jahrgang 1990, also bis Jahrgang 1990. Ja. Was jetzt ein Oldtimer wird. Und dann gibt's Motorrad. Also, und das ist auch durchaus, also wenn du dich für sowas interessierst, da gibt's auch zu Motoren gibt's interessante Details und so. Also, es handelt sich da nicht um die Autobild, wobei die Autobild ja auch gar nicht so schlecht ist. Dann gibt's Fahrberichte, die auch durchaus kritisch sind, ne? Also, Wer Lust hat, mal einen lustigen Fahrbericht zu lesen, der kann zum Beispiel nach, was ist denn das, Toyota Aygo suchen. Vom Tester als schlechtestes Auto der Welt betitelt. So ein Depp. Wieso? Der Aygo ist in Ordnung, ich mag den. Der ist hässlich, okay. Die schlimmste Schaltung und alles. Also gut, du musst ja, aber das ist doch schön. Also da sind auch durchaus polarisierende Sachen drin. Und du hast mir auch mal einen Artikel von Heise Autos geschickt. Da ging es irgendwie über alternde Motorradfahrer oder so. Oh ja. Die machen schöne Sachen und das ist nicht irgendwie so im klassischen, jetzt auch wenn es ums Auto geht, nicht so im klassischen Mann-Auto, Kilowatt, PS, ja. Trotz, Pimmel, sondern kritisch, witzig und nicht so emotional verbunden mit dem Ding. Oder doch. Also das gibt's schon auch. Aber du kannst es einschätzen. Also du siehst, wenn jetzt jemand was tatsächlich, wenn jemand eine Meinung hat, dann sagen die das auch und stellen das auch so dar. Aber verkaufen es jetzt nicht irgendwie als objektiven Testbericht zum Beispiel. Ja, sondern wenn jemand meint, zum Beispiel
was hat sich Harley-Davidson bei diesem Moped gedacht zum Beispiel? Wird das so geschrieben? Ich gucke gerade mal, weil was die nämlich auch seit einiger Zeit haben, das nennt sich Heise Plus. Das ist so wie Spiegel Plus oder so. Also da kannst du quasi alle Magazine, und das ist das Schöne, mal gucken, was das kostet, online lesen. Ich sag jetzt einfach mal, dass ich 110 Euro dafür im Jahr zahle. Also, weil was ich nämlich hatte, ich hab ein CT-Abo schon länger gehabt und habe das irgendwann in ein digitales Abo umgewandelt und dann konnte man für ein paar Euro mehr das Ganze in ein Heise Plus-Abo umwandeln, so dass ich jetzt sämtliche Heise-Magazine online lesen kann. Mhm. Und das ist ganz praktisch. Und unter anderem auch die Technology Review, weil auch ich, obwohl ich für die schreibe, keinen irgendwie kostenlosen Zugang dazu habe. Ja. Das haben möglicherweise nur die Festangestellten über irgendwelche internen Heise-Nummern. Ja gut, also da, mach doch da bitte mal den Link rein, weil du wirst jetzt über Schaeffler erzählen dann, ne? Ja, aber nicht so viel, weil ihr solltet euch ja das Heft kaufen und lesen, ne? Weil der Artikel ist nur eine Seite, aber ich könnte viel mehr erzählen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal. Mhm. Wobei ich ja, ich denke, das Thema, also ich sehe da eine Zukunft. Wir haben die Zukunft schon im Mando geglaubt, gefunden zu haben. Ja, erinnerst du dich? Wir hatten vermutet Game Changer iPhone des E-Bikes und es war ein katastrophaler Flop. Lag daran, dass das Ding scheiße fährt. Ne? Ja, und der... Ich habe den. Das ist so ein bisschen wie der Newton und das iPad. Ja, wobei der Newton super war. Der hat auch, das ist so, beim Newton war das Problem und das ist auch ein bisschen das Problem mit dem Mando. Der erste Newton war scheiße. Also der war nicht scheiße, auch der erste Newton war toll. Nur, wir müssen da mal kurz, vielleicht weiß nicht jeder hören, ja, wegen dem, ja, was der vielleicht. Newton ist. Also der Newton Message Pad war ein tragbarer Computer mit Stifteingabe, also irgendwie so groß wie ein Taschenbuch ungefähr, der, sagen wir mal, ungefähr 1993 von Apple auf den Markt kam. Und der hatte Handschrifterkennung als einzige Eingabemöglichkeit. So. Also es ist jetzt schon so sehr lang her und das sollte quasi nach dem Mac sollte das quasi ein neues, revolutionäres Superprodukt von Apple werden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war Steve Jobs schon länger nicht mehr in der Firma. Und das Problem war, dass die Handschrifterkennung, mit der auf den Markt war, extrem schlecht funktioniert hat. Es gibt auch mal, sucht mal sucht mal nach Newton Simpsons. Es gab einen tollen Ausschnitt bei den Simpsons, wo irgendwie es gab ja damals diese Palm-Handhelds, die mit so einer Art Steno gearbeitet haben, die gut funktioniert hat. Ja, genau. Und das war, glaube ich, auch das am besten verkaufte Programm für den Newton, weil du konntest dann diese Graffiti, hieß diese Schrifterkennung, die konntest du dir auf dem Newton installieren und dann konntest du den prima verwenden. So, ein Jahr später oder zwei Jahre später haben sie die Handschrifterkennung komplett umgebaut, also haben die alte rausgeschmissen, die sie irgendwie in Russland eingekauft haben und haben eine neue genommen. Und die hat super funktioniert. Ehrlich, ich schwöre. Und dann haben die noch angepasst. Also du hast geschrieben und quasi in Echtzeit ist deine Schrift in Text übersetzt worden und meistens richtig.
Und du konntest auch wählen, will ich das jetzt übersetzen oder nicht, als Text. Und was ja eigentlich noch viel wichtiger war, der hatte ja auch Funktionen, du konntest ja mit dem arbeiten. Oder ich hatte zum Beispiel dann noch eine Tastatur dazu und der war auch ganz schön teuer, der Newton. Aber wir müssen das ein bisschen abkürzen. Tatsächlich war es so, dass der erste Newton quasi allen Folgen dieser Makel, den der hatte, der kam raus mit großem Tamtam angekündigt und dann hat der wirklich nicht funktioniert. Und das sind die nie losgeworden. Und das Erste, was Steve Jobs gemacht hat, als er wieder zurück zu Apple gekommen ist, er hat diese Newton-Abteilung dicht gemacht. Und hat gesagt, nee, machen wir nicht mehr. So, und mit dem Mando Footloose, bescheuerter Name, abgesehen davon, ist immer noch, bin mir gar nicht sicher, ob man es noch kaufen kann, war ja ein sehr schönes Fahrrad. Ich verlinke da mal zu einer Sendung, haben wir mit dem Mark Sanders gesprochen? Ja, ja. Ja, ne? Wir haben mit Mark Sanders gesprochen, damals auf der Eurobike, ist 4-5 Jahre her. Länger, 2013 war es, ja. Also echt schon lang her. Und da haben wir, ich muss kurz noch was notieren. Mark Sanders momentan groß in Fahrt bei Rewe, weil Mark Sanders ist ja freier Designer und hat für Joseph & Joseph er faltet ja gern und dann Klassiker entwickelt, so ein Faltschneidebrett. Hast bestimmt schon mal gesehen. Und ja, ja. Momentan sehe ich das ab und zu, wenn ich bei Rewe bin, dass die große Displays haben mit den ganzen Sachen und dass da speziell dieser Klappmechanismus gezeigt wird. Ah, ich sammle also ja gerne. Ich mag es nicht. Ich kann das nicht leiden, das Ding. Aber da sind die Geschmäcker verschieden. Jetzt, okay, in letzter Zeit gehen wir ja nicht mehr so viel einkaufen. Dieses Klappbrettchen meine ich. Ja, ich weiß, aber das gibt es ja bei Rewe im Rahmen dieser Treuepunkte-Aktion. Mhm. Also, ja, kann sein, ja. Ich sammle eigentlich gern Treuepunkte. Ja, also Payback mache ich nicht, weil mir das, obwohl ich ja mit Daten schon relativ freigebig umgehe, das ist mir ein bisschen zu hart. Also Payback mache ich nicht, aber ich sammle Treuepunkte. Mhm. Und manchmal kriegt man auch von der Kassiererin ein bisschen mehr, als dem Einkauf angemessen wäre. Oh, ich weiß, ja, ja. Und die klebt man dann auf. Wenn man sie bezirzt. Ja, weil sie einen halt so lang kennt schon und so, ne? Mhm. Und oder weil sie gerade keine Lust hat zu zählen. Ja, weil sie egal ist. Ja, also jedenfalls, ich sammle die eigentlich ganz gern und anscheinend ist es so, dass es halt da gerade da gibt es ja dann manchmal irgendwie Handtücher, Geschirr und sowas und jetzt gibt es halt anscheinend dann gerade so eine Kollektion an diesen Joseph & Joseph Haushalts Artikeln. Wir besitzen übrigens auch so ein Schneidbrettset. Das ist gar nicht schlecht. Das gab es aber irgendwo anders. Vielleicht gehe ich da mal hin und gucke mir das mal an. Also ich weiß nicht. Ich brauche es auch nicht unbedingt, vor allem weil wir Schneidebretter haben in der Küche. Aber ja, also zurück zum Mando. Also schönes Design hatte das und es wurde da vorgestellt und es hatte keine Kette. Das Fahrrad, ne? Die Übertragung funktioniert so, dass du ich rekapituliere das mal nochmal, ne? Also, du trittst in die Kurbel. Die Kurbel treibt in der Kurbel ist ein Generator, der erzeugt Strom. Der Strom fließt in einen Akku und den Strom nutzt der Motor im Hinterrad, um das Rad anzutreiben. Und gesteuert wird das Ganze quasi über deine Pedale. Ja?
Genau, ja. Das Prinzip nennt sich serieller Hybrid. Im Gegensatz zum parallelen Hybrid, den quasi alle Pedelecs haben. Wo du einen Antrieb hast, der immer funktioniert und zusätzlich der Motor sich einschaltet. Auch die Autos, fast alle Hybrid-Autos haben einen Parallel-Hybrid. Na? Die haben quasi. Ja. Bei den Autos ist dann quasi das, was bei dir die Beine sind, ist bei den Autos der Verbrennungsmotor. Der treibt es an und der Elektromotor hilft quasi dazu. So, beim Mando war das Problem, dass du. Das Ganze, das war ein sehr schönes Fahrrad. Und sobald du losgefahren bist, dachtest oder ich erzähle jetzt mal aus meiner Sicht, ich trete rein und denke, was ist denn da los? Ich trete da rein und das irgendwie ist das so ein schwammig reibendes Gefühl, das irgendwie, und dann fährt das Fahrrad auch los, aber irgendwie so ein bisschen zeitversetzt und nicht so im Einklang mit dem, was du machst. Ich habe lang rumüberlegt, wie das vielleicht ist, wenn man noch nie vorher auf einem normalen Fahrrad gefahren ist, ob einem das dann normaler vorkommt. Aber diese Verbindung zwischen Treten und Vorwärtsbewegung, die war überhaupt nicht da bei dem Ding. Also es fühlt sich eher an so wie so ein Mofa, bei dem er so ein bisschen mittreten darf. Also weil man kann über diese, letztendlich nach einer Weile kann man auch dazu übergehen, einfach nur so ein bisschen so leicht mitzutreten und steuert quasi über die Pedale die Geschwindigkeit des Rads. Ja. Du bist ja auch drauf gefahren, ne? Ja. Also nicht so lang allerdings wie ich, ne? Doch, also nicht ganz so lang, aber ich hatte das ja auch mal hier im Einsatz. Also ich hatte in Stuttgart dabei. Du hast es im Zug mitgenommen, oder? Ja, ja. Ah. Ich hatte das mal 2 Wochen hier, hab's auch in die Firma mitgenommen und rumgezeigt und hab's auch mal leer gefahren und hab dann versucht, was passiert, wenn ich das Ding leer fahre. Kann ich den Akku selbst laden? Was aber nicht ging oder nicht geht. Ja. Und das ist, also es hatte einfach sehr viele Schwachpunkte. Ja, aber trotzdem ist das Konzept ein ziemlich cooles. Das Konzept ist toll. Und wir haben da, und deshalb war ich letztes Jahr auf der Eurobike, hatte Schaeffler einen Stand und da stand ein Fahrrad, also ein Zweirad, ganz normal, so sah so ein bisschen aus wie ein bisschen Mountainbike-artig. Und noch ein großes Cargo-Bike und da stand Chainless Bike drauf. Schaeffler und Heinzmann, der Motorenhersteller, haben das zusammen gemacht. Ja, und da habe ich es mal ausprobiert und ich habe da schon hier im Podcast auch drüber berichtet, dass bei dem sich das tatsächlich so anfühlt, als würdest du in eine Kette reintreten. Original. Hast du es mal ausprobiert? Leider nicht. Ich hatte auf der Eurobike, weil ich da beruflich auch stark eingespannt hat und auch kein Fahrrad fahren durfte. Du erinnerst dich damals, stimmt, Schulter, stimmt. Ja, ja. Schultergate. Ja, und naja, und wobei, da hätte ich wohl, das war ein Sitzrad, glaube ich, da hätte ich sogar fahren können ein bisschen. Aber ich hatte schon auch noch richtig, richtig Aua. Es war kein Spaß. Ja, also kein Risiko eingehen. Jedenfalls, also trust me, das ist original das Gefühl, als würdest du in eine Kette oder Riemen oder was auch immer reintreten. Und du hast richtig zackigen Vortrieb. Und wenn du schaltest, dann gibt es einen Schaltdruck, der sich anfühlt, als würdest du tatsächlich den Gang wechseln. Aha. Und das ist alles simuliert. Und das
geht so, dass sie quasi, wenn du trittst, und das ist das, was das Rad halt besonders macht, das ist tatsächlich da arbeiten die mit einem Institut im Harz zusammen, die vor, ja, ich höre dich, du weißt wer, mich? Ne? Ja. Na, die hatten ja dieses ursprüngliche Konzept mal mit der MIFA gemacht, also als Steppenwolf damals. Genau, und das ist es. Mhm. Das haben die übernommen und jetzt weiterentwickelt, quasi zur Serien- und zur Produktionsreife. Okay. Und was die halt geschafft haben, ist, und das ist auch Hintergrund des Patents, das die haben, ist, dass sie quasi so eine Kette simulieren. Also diese Steifigkeit, dass sie die und sowas, ich muss mir das Patent noch mal genauer durchlesen, mhm, weil eigentlich serieller Hybrid, das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Sowas gibt's schon, sowas gab's auch schon. Gab auch schon Konzepte bei, es gab das Carbike und sowas, die hatten das auch alle. Und in den 90ern gab's schon Konzepte. Problem damals war auch, dass die elektronischen Komponenten das noch nicht gepackt haben, diese Echtzeitberechnungen. Dazu brauchst du ja schon einigermaßen leistungsfähige Technik. Jetzt, seit Smartphones gibt, ne, gibt es sowas in klein auch, dass du quasi die Steuerung hinkriegst, dass du das unterwegs machen kannst. Das Mando hat auch das Problem, dass das eigentlich auf einer Technik basiert, die schon viel zu alt war. Und das geht eben, das und schlaue Computerprogrammierung. Und was die machen, ist, die wenn du da reintrittst und du sollst einen Anfahrwiderstand bekommen zum Beispiel, dann nimmt das System quasi mehr Strom aus dem Generator raus, als notwendig ist, um dir den Widerstand zu geben. Also das A, beziehungsweise drückt eigentlich Strom rein, um eine Gegenwirkung zu erzeugen, die dir entgegendrückt. Ja. Ne? Ah. Und das steckt dahinter, dass sich das so, und das gibt's halt bei dem Mando nicht. Das Mando, der Widerstand bei Mando, der lässt sich irgendwie schwer vergrößern wohl. Also was die halt machen, ist, dass sie richtig gegen dich arbeiten dann. Mhm. Und das macht's aus. Und das Tolle an dem Ding ist halt, dass du quasi keinen Verschleiß hast. Also. Ja, und du hast keine. Das hatten wir damals beim Mando. Wir hatten da auch schon geträumt, kann ich mich erinnern, was man da alles mitmachen kann im Lastenrad. Vollkommen Package-immanent. Sitzt irgendwo die Kurve, wo auch immer der Antrieb sitzt, ist vollkommen egal. Genau. Und dann ist es natürlich so, ich habe neulich wir hatten eine interessante Diskussion mit einem Testinstitut und dem Leiter des Testinstituts, der eben, ja, die ein bisschen die Gefahr sieht, dass man eben quasi vier Räder nimmt, was drumherum baut und dann den Kurier dazu zwingt, die Pedale zu bewegen. Mehr ist es nicht. Ja, ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, den neuen Citroën Ami, oder ist ich weiß nicht, in Deutschland ist es der, in Frankreich die Ami, ob Freundin oder Freund, wobei als Freundin wäre es dann mit einem E hinten dran, oder? Nee, Ami ist Ami, oder? Ja, egal. Nee, auf jeden Fall hinten dran, klar. Also das ist der Freund, Lami, AMI. Und die Freundin ist Lami mit IE. Und es ist ja auch der Auto, also Le Voiture. La Voiture. La Voiture, okay. Oh, Mist, okay. Mist, Französisch. Aber egal. Es ist so, dass diese kleinen Leichträder oder Twizzies oder wie auch immer, die prinzipiell noch ein bisschen runterspeckst und dann machst sie schmal genug und dann sind sie ein Fahrrad. Ja. Und du
Du brauchst ja keinen Drehmomentsensor oder sowas, ist ja egal, das interessiert ja die Rechtsprechung nicht. Und, aber nichtsdestotrotz ist die Idee und der Wirkungsgrad ja ziemlich cool von so einem Ding. Von dem von so einem pedallosen Kettenlosen. Kettenlos, und jetzt, ja. Und da, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, also weil das Problem ist die Bezeichnung, weil das Ding, weil eigentlich, also damit das Ding, das Ganze kommt ja eigentlich auch daher, dass es halt das Pedelec gibt. Ja. Und das Pedelec akzeptiert ist und festgelegt ist durch bestimmte Einschränkungen, Grenzen und aber den riesen Vorteil hat, dass es quasi wie ein Fahrrad behandelt wird. Mhm. Du brauchst keinen Führerschein, du musst keinen Helm aufsetzen, es muss nicht zugelassen werden und es braucht keine Zulassung. Also das Fahrzeug muss nicht in dem Maß, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, in dem Maß zugelassen werden, wie zum Beispiel ein S-Pedelec, ein schnelles Pedelec oder ein Mofa. Es hat effektiv keine Betriebserlaubnis, also braucht keine Betriebserlaubnis. Ah, so heißt das, Betriebserlaubnis, okay. Und es muss mittlerweile zwar Tests bestehen, also so Standard-CE-Tests und so, ja. Und dann eben Normprüfungen, Festigkeitsprüfungen, die aber nicht mal verpflichtend sind. Also die werden halt gemacht, weil es einfach sicherer ist. Aber so ein CE-Test, der vorgeschrieben ist, und der ist bezahlbar. Aber so eine Betriebserlaubnis, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und dann eben auch tatsächlich für Händler die und auch für Anwender. Du kannst nicht einfach mit einem Speed-Pedelec, wie wir wissen, nicht einfach einen Lenker wechseln zum Beispiel. Das geht nicht. Du musst das den wissen Lenker wahrscheinlich der, viele. Das wissen wahrscheinlich da viele steht. Gar nicht. Ja, da du musst auch bei den Reifen aufpassen, oder? Ja. Das weiß keiner. Und also, die Händler wissen es oder haben es vergessen und es wird dann trotzdem gemacht und dann erlischt eigentlich die Betriebserlaubnis und dann bist du, wenn dir irgendjemand einen Strick draus drehen will, bist du am Arsch sozusagen. Oder ja. Der Händler, der es gemacht hat, da muss man sehr vorsichtig sein. Und bei einem Pedelec bis 25 km/h, da kannst du machen, was du willst. Genau, und das ist eben der, und solange das so, und das ist eben der Riesenvorteil. Und der Vorteil ist eben auch, dass du, also jetzt, wenn man die deutsche Situation sieht, dass du eben keinen Führerschein brauchst. Das heißt, wenn du als hier DHL oder irgendwie Paketdienstleister oder sonst irgendwie Leute einstellen willst, dann müssen die keinen Führerschein haben, um das Ding bewegen zu dürfen. Und das darf man nicht vernachlässigen. Also, weil es gibt ja viele, meine Tochter zum Beispiel, die ist 18, versucht seit 2 Jahren einen Führerschein zu machen, aber eigentlich ist es ihr ziemlich egal. Also sie braucht den eigentlich auch gar nicht unbedingt und kostet ja auch Geld. Ne? Ich weiß gar nicht, was man für ein S-Pedelec für einen Führerschein braucht, Thomas? Kann man Frage. Du brauchst keinen Führerschein. Hä? Ich bin nicht sicher, ob man einen Führerschein braucht. Doch, ich glaube schon. Naja. Ich muss mal nachgucken. Da gucken wir mal nach, genau. Machen wir weiter. So, E-Bike, Führerschein ist Pflicht, steht hier. Vielleicht ist das so eine also, Fahrerlaubnis, so eine kleine, so ein, dieser Moped-Führerschein. Also, S-Pedelec. Naja, ja, du brauchst Was
Mist. Also, du brauchst auf jeden Fall. Weiter, okay? Ja, also du brauchst auf jeden Fall irgendeine Art, also welche das genau ist, weiß ich jetzt nicht. Du, das ist auf jeden Fall Prüfbescheinigung braucht man. Ah ja, okay, na immerhin. Und die ist ja relativ billig, die kostet vielleicht 200 € oder sowas. Okay. Also, ich glaube sogar noch weniger. Aber jedenfalls brauchst du die und die kannst du auch verlieren zum Beispiel. Oder die kann dir quasi aberkannt werden. Jedenfalls mit einem Pedelec darfst du immer fahren, egal aus welchem Land du kommst, ob du Vorstrafen hast oder nicht, sonst was. Das geht alles. So, das ist also der eine Grund und das heißt, theoretisch, ja, wird schon reichen, da einfach mitzutreten, aber, also, na, einfach die Pedale zu bewegen. Mhm. Aber es gibt auch eine Grauzone, also, die eben in den Regelungen fürs Pedelec liegen und ich kenne die jetzt nicht auswendig, aber es ist wohl so, dass schon davon ausgegangen wird, dass es einen Antrieb, also irgendwie einen mechanischen Antrieb oder eine Verbindung zwischen Tretlager und Hinterrad gibt oder angetriebenem Rad gibt oder geben muss. Und das liegt daran, dass als diese Regelungen entwickelt worden sind, da gab es halt das Konzept noch nicht. Also konnte sich niemand das vorstellen. Also hier Kette oder Riemen oder Kardan oder was auch immer, Antrieb und plus dann den Motor. Und wenn man das so sieht, dann passt das ja eigentlich gar nicht rein. Also wäre es eigentlich offiziell gar nicht so richtig zulassungsfähig. Ne? Auch die Tatsache, dass du, und bei Mando ist es so gewesen, bei 25 war das Schluss, egal wie fest du getreten hast. Weil das ja quasi die elektrische Unterstützung war, ne? Die bei genau, 25 ja. aufhören muss. Aber, und das ist das, was ich eigentlich so interessant finde daran ist, wenn du das aus einer anderen Sicht betrachtest, und zwar wenn du das Fahrrad nicht kettenlos nennst, sondern sagst, das hat eine elektrische Kette, dann funktioniert die Sache. Weil quasi das nennt sich, du betrachtest es quasi technikneutral. Also du hast ein Übertragungssystem, egal wie das funktioniert, könntest auch irgendwie mit Wasser oder sonst irgendwas lösen, aber das entspricht quasi dem einer Kette. Und auch ein Problem, was bei der Zulassung ist, ja, das funktioniert nicht ohne Strom. Also du brauchst immer Strom, um diese Übertragung zu leisten. Aber dieser Strom, der gebraucht wird, um diese Übertragung hinzukriegen, das ist kein zusätzlicher unterstützender Strom, sondern der ist für die Funktion dieses Systems, elektrische Kette, notwendig. Und auch da, also natürlich kannst du das alles, das ist ja alles über Software gemacht, aber der ist dafür zuständig und deshalb kannst du den auch verwenden, um schneller als 25 zu fahren, zum Beispiel. Also der, weil das quasi einfach, der ist für die Nachbildung dieses Antriebs zuständig. Ja, Punkt. Ja. Das heißt, das ist eine Kette, die ist halt nicht aus Metall, sondern die ist aus Strom. Und dann funktioniert das nämlich. Und das haben Schaeffler und auch andere Firmen, also wird mittlerweile seit kurzem vom Bundesverkehrsministerium anerkannt. Und das ist wichtig, damit die Fahrzeuge auch rechtssicher gebaut werden können. Diese ganzen Rikschas zum Beispiel, die ja in vielen Städten rumfahren, ne? Ja. So, ja. Die wären offiziell auch nicht erlaubt, aber die haben eine Sondergenehmigung irgendwann mal bekommen. Da gab es auch Rechtsstreite und so, und das sind ja, da ging es irgendwie um
Ah nee, da ging es um die Personenbeförderung. Ah, das ist ja wieder was anderes, habe ich jetzt verwechselt. Was aber ja jetzt erlaubt ist mit nach der neuen StVO, darfst du ja auch immerhin, erwachsene Personen. Immerhin ein paar Sachen haben sie. Ja, und das finde ich super cool, aber das hat gar nichts damit zu tun. Aber man sieht, also oft ist es so, wie wir es ausgelegt oder von wo aus man sieht. Ne? Und wenn zum Beispiel, weiß gar nicht, du musst es einfach mit der richtigen Bezeichnung versehen und dann passt's. Und das ist auch so, theoretisch kannst du sogar, glaube ich, also, und das ist ja eine einfache Batteriesteuerung, die halt dafür sorgt, dass die Batterie nie so leer wird, dass nicht mehr genügend Strom da ist zum Fahren, ne? Da müssen sie ja sowieso wahrscheinlich eine Regelung erfüllen, damit man, also bei Pedelecs ist es ja so, dass der Strom bis vor ein paar Jahren, manche Leute erinnern sich, hatten Elektroräder noch ein Dynamo dran. Genau. Weil bis da eine neue Regelung kam, was natürlich absurd ist, war, dass du einen riesen Akku mit dir spazieren fährst und das Licht mit einem Dynamo antreibst, war damals einfach historisch gewachsen und dann auch weitergeführt, weil vermieden werden sollte, dass wenn der Akku leer ist, dass du dann keinen Strom mehr hast und das Licht ausgeht. Und ja, ja. So muss der Produzent des E-Bikes, Pedelecs, wie auch immer, dafür sorgen, dass wenn der Fahrstrom abgeschaltet ist, noch, ich glaube, es sind 100 Stunden oder so, Energie übrig bleibt, um das Licht zu betreiben. Niemand fährt realistisch irgendwie ohne Strom auf einem E-Bike 100 Stunden. Aber bei heutiger LED-Technik ist es ja auch pipsi. Braucht ja nicht so viel Strom, aber das muss gewährleistet sein und dann funktioniert es. Und es hatte da vor, ich denke, es müssten auch schon 5-6 Jahre her sein oder länger, diese Regelung, dass du eben kein Dynamo mehr brauchst. Weil das war ja schon dämlich. Aber war halt so. Wir haben einen Haufen Themen eigentlich gehabt, sind jetzt ein bisschen abgeschwuffen. Das ist auch das Grundkonzept unserer Sendung. Ich wollte auch gerade darauf drängen, dass wir mal in andere Richtungen leiten. Ne? Also ich weiß nicht, sollen. Ich habe vielleicht zur Situation rund um das Leben mit Fahrrädern und dann gibt es neue Technik, die trotz der Situation veröffentlicht worden ist. Was soll man, womit soll man denn meinen? Dann gibt's Fahrradbusiness zum Beispiel. Also in Anbetracht der Tatsache, dass wir eigentlich gar unser Zeitfenster hier für die Aufnahme schon überschritten haben, würde ich sagen, wir gehen ganz kurz auf unsere, was momentan jeden massiv beschäftigt und kurz auf unsere Fitbleibe-Möglichkeit ein. Was macht man zu Hause vielleicht kurz und dann machen wir Schluss und sprechen uns vielleicht bald wieder, weil ja, wir könnten durchaus episch werden sonst und das können wir nicht. Ja, oh, pass auf, aber mir fällt, bevor wir das machen, mache ich noch einen shameless plug, beziehungsweise einen Hinweis auf, ich weiß es nicht, wer sich informieren will zu Fahrradthemen zum Beispiel oder auch zu allen möglichen Themen, hat es momentan und wer fit bleiben will, das kommt dann noch, bekommt ziemlich viel Möglichkeiten kostenlos, umsonst oder zum Test. Ist dir das auch schon aufgefallen? Nein, ich weiß jetzt nicht genau, wo du speziell drauf willst. Also jetzt was Software und sonst was angeht, ja. Aber Active
keine Ahnung, kriegst du Heimtrainer geliehen oder wie ist es? Medien zum Beispiel. Ach so, ja. Beziehen wir, also du hast ja Disney Plus wahrscheinlich auch von der Telekom geschenkt bekommen für 6 Monate. Naturalmente. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt Frozen gucken will oder Mandalorian oder so, dann kann man auch ins Internet gehen und zu velobis.de. Ja, genau. Da beziehen ja wir, das ist so eine wichtige Quelle für uns, was so Fahrrad-Business angeht. Ein oder? Business-Fachorgan quasi. Ja. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr das im Moment kostenlos nutzen. Stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Das habe ich gelesen. Das ist sehr gut, genau. Weil man kann da natürlich draufgehen, Velobis, und man sieht die Überschriften und alles. Man kann eben dann nicht weiterlesen. Das ist so, ja, wie so ein Plus-Abo halt. Und es gibt, um da gerecht zu sein, auch da, was Fachquellen angeht, auch noch die SAZ Bike und Radmarkt.de zum Beispiel. Aber die Velobis die haben ziemlich umfangreiche Informationen mittlerweile, sind gut recherchiert, also gucke ich mir sehr gern an. Und die machen gute Sachen. Kann man empfehlen, ja, unbedingt. Und die haben vor kurzem einen Relaunch gemacht, haben ihre Website komplett, die alte eingestampft, eine neue gemacht, was dazu führt, dass jetzt auch das Magazin online ist. Dass du sonst nur, also dass man als Abonnent, ich bin Abonnent und du auch, glaube ich, oder? Ja. Das kriegst du als Print. Mhm. Und da sind Umfang, also größere Artikel drin, also auch interessant für Leute, die sich mit dem Geschäft Fahrrad interessieren. Und das kannst du jetzt auch online lesen. Und zwar nicht als hochgeladenes PDF, sondern ordentlich im Browser, wie sich's gehört. Und das ist ganz gut. Der Verlag gibt auch noch, das wäre jetzt das nächste Shameless Plug, macht ja seit jetzt in der zweiten Ausgabe das Fachmagazin für Radverkehr und Mikromobilität, Veloplan. Hast du das schon mal gesehen? Nein, ich wollte es haben. Aha. Also okay. Dich dann muss gebeten, will ich mal sehen. Ach so, ja, so sieht's aus. Hier, zweite Ausgabe. Aha. Hier gerade, ich glaube jetzt vorgestern oder so rausgekommen. Sieht aus, wie so ein Fachmagazin aussehen muss. Ein bisschen lame. Ja, da hast du recht. Also tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich, da muss ich mal mit den Machern sprechen. Andererseits, naja, du musstest, das zielt auf Stadtplaner, auf Mitarbeiter in Städten, die sich mit dem Fahrradverkehr beschäftigen. Und findest du unter veloplan.de, da kannst du es auch abonnieren, ist relativ günstig sogar, glaube ich. Und ja, jetzt ich gucke gerade mal, nächste Ausgabe erscheint am 15. Juni, aber das ist eben die aktuelle Ausgabe und ich gehe mal davon aus, also wer sich für Themen Verkehrsplanung, Radverkehr in der Stadt oder auch außerhalb der Stadt, also wer da auch politisch arbeitet, für den ist das Magazin, das auch wenn es, wie du sagst, sehr fachig aussieht, doch auch lesbar geschrieben ist. Also das, naja. Auch wenn da mal. Ich nehme an, dass das schon auch Absicht ist. Und es ist auch, weil da braucht man kein flashy Cover und sonst wie drauf haben. Das,
das muss sagen, okay, ich informiere dich. Also hier ist zum Beispiel, aber trotzdem, das Layout ist auch ganz schön. Guck mal, das ist zum Beispiel ein Artikel von mir. Mhm. So eine Bestandsaufnahme, wie es eigentlich so nach einem Jahr ungefähr E-Scooter aussieht. Ja, ja. Und da habe ich auch mit Leuten in Städten gesprochen und das wiedergegeben. Also ich fand es sehr interessant. Also, wir haben es ja. Schick mir da mal bitte was oder Connections, weil ich ja auch Stadtplaner hier kenne. Und ja, Stuttgart ist ja, da ist ja nicht so, dass ich da irgendwie viel zum Guten gewendet hätte in den letzten Jahren. Okay, ja, tatsächlich habe ich auch mit jemandem aus Stuttgart gesprochen. Also, das glaubt man gar nicht. Aber auch unterschiedlichste Wahrnehmungen und. Also, das auf jeden Fall. Und dann, das kann, also die Veloplan kannst du abonnieren. Und ich nehme auch an, also macht das ruhig, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Ich, veloplan.de, und lasst euch mal ein Heft schicken. Ich glaube nicht, dass es die. Mensch, da hätte ich ja mal nachfragen können, ob es die im Handel gibt, aber ich glaube nicht. Ja, aber da kann man sich ja mal ein Muster bestellen. Ne? Ja. Für 3,50 oder was weiß ich. Einfach mal ein Heft bestellen. Ja. Und gern auch Rückmeldung an mich. Also, weil ich glaube, als die konzipiert wurde, das ist einfach auch an, also, dass es an der Zeit war für so ein Magazin. Ein relativ. Ja, dass halt das Ganze eher wie ein Magazin betrachtet und nicht wie eine Sammlung an Gesetzesblättern oder so. Ja, ja, ja. Vorhin habe ich gelesen, dass du auch die Stern-Plus-Inhalte jetzt kostenlos bekommen kannst oder die Barbara online lesen kannst. Also wen sowas interessiert, geht doch dahin. Guido und Gala. Und ich weiß nicht, alles. Wie heißt die Schrohwange hat doch auch ein Magazin. Also jedenfalls alles von Gruner und Ja gibt es wohl online günstig. Joko. Was noch? Vielleicht bei Red Bull hat ja ein bisschen ein Problem. Red Bull TV haben keine aktuellen Inhalte. Dafür bringen sie jetzt alte Sachen so nach oben. Also die haben irgendwie eine Mail rumgeschickt, dass sie so die the best evergreen Content rumschicken. Weißt was wir machen? Aber ist vielleicht auch eine Gelegenheit, mal die Geschichte zu betrachten, ne? Sportgeschichte. Und ich habe vorhin gelesen, kurz beim Durchbrowsen in der Facebook-Timeline, dass jetzt die schlechteste Zeit für Ehemänner angebrochen wäre, die zu ihrer Frau gesagt haben, ich mache das mal, wenn ich Zeit habe. Und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich jetzt auf einen harten Anschlag fahre. Deswegen würde ich ganz gerne für heute Pause machen und vielleicht in der Woche schon weiter. Weil dann haben wir noch mehr Home News und jeder hat sich mal die Plus-Sachen angeguckt. Und dann habe ich mir auch das Interview mit Gabi Delgado, der leider verstorben ist, angeguckt. Mhm. Und dann geht es mehr über Fahrräder, Mikromobilität, Essen, Punkmusik und du nimmst aber den Mund ganz schön voll, wenn du dir vorstellst, also dass unsere Liste, die wir hier haben, echt lang ist. Also wenn wir die abarbeiten wollten. Aber da ist ja da schon alles drin. Aber bis dahin kommt ja noch was nach. Also, ja, aber gut, irgendwo wird abgeschnitten. Wir hilft sind ja nichts. Und es hilft nichts. Und ihr dürft ja dabei sein, wenn wir uns über interessante Sachen unterhalten. Und ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Es ist ja nicht so, dass also diese hier
Fahrräder mit elektrischer Kette und so. Das ist ja, ist ja nicht nur, weil es jetzt gerade auch darum geht, beim Radfahren Abstand zu halten, ist das ja nicht unaktuell. Aber wir haben auch noch, kann man vielleicht schon mal so leicht anteasern, ein hochinteressantes Interview geführt vor ein paar Wochen, und da geht vielleicht schon auf ein Stadium zu, wo man sagen kann, okay, da könnte noch was kommen, und es wird ein Gewinnspiel geben. Oh, wisst ihr, was ich meine? Nicht nächste Woche möglicherweise, aber Hans, du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, was ich meine, und ich finde das echt gemein, ne? Also, dass du quasi öffentlich auf was hinweist, was ich noch nicht fertig gemacht habe, ja? Also damit bedrängst du mich quasi, setzt mir das Messer an die Brust, sagt man das? Oder Pistole? Setzt mir die Pistole an die Brust, weil du hast jetzt gegackert und ich muss legen. Ja, aber das kann auch dauern. Also und ich muss zu meiner Entschuldigung, also ich weiß, wovon du sprichst. Also wir haben ein Interview geführt und das auch wirklich interessant war. Und ich habe aber, letzte Woche wollte ich das tatsächlich machen. Und dann hatte ich an meinem trusty old MacBook, Baujahr 2013, von dem ich eigentlich dachte, dass das noch ewig halten würde. Old Faithful. Ja, und ich habe das ja damals gekauft und quasi schon maximal ausgerüstet gehabt, was echt gut war, so mit so viel Speicher wie möglich und so. Und das ist ja immer das Schöne, ne? Weil die Dinger halten ja lang. Das heißt, wenn du jetzt dein iPad mit ordentlich Speicher ausgerüstet hast, dann wirst du dich in ein paar Jahren drüber freuen, dass du das gemacht hast. So, und das hat immer gut funktioniert, war leise, klein, robust. Und dann war ich da voll am Arbeiten mit, ne, und hatte ganz viele Fenster offen, und dann ging es aus. Also abgestürzt, ne, schwarzer Bildschirm, neu gestartet, und dann war so ein Ordner mit einem Fragezeichen drauf. Kennst du den? Schön. Ja, und ich hatte ja, also ich hatte zu tun. Also ich habe tatsächlich gearbeitet, ne? Ich musste irgendwie zum Beispiel einen Artikel fertig schreiben, und ja, und dann war das weg. Und mittlerweile dann, ja, und dann habe ich, aber ich habe jetzt wieder ein MacBook, zwar nicht eins, was ich mir wünschen würde, aber ich hab mir das dann geliehen, und das war ganz lustig. Da habe ich dir erzählt von diesem Online-Laden, bei dem du Sachen mieten kannst quasi. Bei Grover. Ja. Ach ja, genau, Grover. Guter Tipp, falls jemand Technik braucht. Ja, oder auch zum Probieren. Und da gibt's auch eine Switch oder eine PlayStation, alles. Ja, also die arbeiten zum Beispiel auch mit dem Mediamarkt zusammen. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Also jedenfalls, also bei Grover, da habe ich mir ein MacBook Pro dann bestellt, und die hatten auch noch irgendwie so, ab und zu haben sie so Deals, dann hatten sie ein Angebot, irgendwie den ersten Monat kriegst du umsonst oder so, hat dann dazu gepasst. Also ich habe die vorher schon mal genutzt, um Kameras mal zu testen oder so. Ja, dann wusste ich nicht, ja, kommt das oder an überhaupt? Also in der Situation wird das geliefert. Und dann habe ich da angerufen, also ich habe es, und dann hatte ich noch ein Problem, dass irgendwie so ein Gutscheincode nicht funktioniert hat. Dann habe ich da über eine Google-Suche den Service-Telefon rausbekommen, war voll der Berliner Typ am Telefon. Und der hat gemeint, ja, was weißt denn ich, was du für einen Rechner bestellt hast und so. Ne? Dann habe ich gemeint, ja, das ist ein MacBook Pro. Und dann hat er gesagt, ja, kann er nicht reingucken. Aber er weiß, dass er stündlich Anrufe von Unternehmen bekommt, die Laptops in 10er, 20er, 30er Stückzahlen bestellen, um ihre Leute zu Hause zu versorgen. Dann dachte ich, oh, scheiße. Aber ich schätze mal, dass die vielleicht mehr Windows-Computer bestellt haben. Und tatsächlich, 3 Tage später war das Mac, oder ich glaube, 4 oder 5 Tage später war das MacBook da, und bis dahin habe ich ausschließlich mit dem iPad gearbeitet.
Und das war schon, war schwierig. Also es ging erstaunlich gut, aber ich konnte dieses Video, also wir haben auch ein Video da gemacht, ne, wovon du sprichst, das konnte ich da natürlich nicht weiter bearbeiten, ne, weil es ging am iPad nicht. Auch die Daten waren da nicht. Und die Daten sind da, die sind gesichert gewesen, Thomas, übrigens, in der iCloud. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich wollte dir ja auch nicht direkt die Pistole auf die Brust setzen, bloß die Sonne scheint so schön. Und dann dachte ich mir zum Frühjahr irgendwann. Nee, aber es ist tatsächlich so. Und dann kam das dazwischen. Aber ich muss sagen, also das iPad und weil ich ja normalen großen Bildschirm habe und so, hat mir dann der Platz gefehlt. Und dann habe ich mir einen Zweitbildschirm gebaut. Weißt wie? Nee. Aus Papier. Ich habe Sachen ausgedruckt und habe mir die dann zum Arbeiten daneben gelegt. Das ist gar nicht schlecht. Musst mal ausprobieren. Coole Idee. Also ich drucke auch ab und zu Sachen drauf und zeichne da drauf oder so. Ja. Na, Kugelschreiber, das hab ich ja sowieso. Am liebsten Kugelschreiber. Blau. Ja, ich habe auch einen Kugelschreiber gerade in der Hand. Ja. Magst du auch die Bic am liebsten? Nee, diese ganz billigen von Schneider mag ich am liebsten. Also wir haben hier Bic. Und, ja, die haben die sauen halt Sachen ein, weil sie nicht. Also ich mag tatsächlich diese ganz billigen mit rein raus von Schneider, die ist keine Ahnung, was die kosten, ein Euro oder sowas, weil man da auch noch nervös draufklickern kann. Klick, 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 klick. Ah, okay. Ja, das geht bei den Bic natürlich nicht, aber du siehst, dass hier die Kapsel fehlt, ne? Natürlich, die fehlt immer. Aber bei uns gibt es einen zusätzlichen Grund seit einiger Zeit, warum die Kapsel fehlt, weil nämlich eine Katze von uns, eine neue Katze, die hat ausgerechnet die Bic-Kapseln als Lieblingsspielzeug entdeckt. Die packt sie und die apportiert sogar Bic-Kapseln. Du nimmst die Kapsel, schmeißt sie weg und dann bringt sie dir die zurück. Eine Katze. Okay. Und du steigst in deinen Hausschuh rein. Macht sie die in den Mund? Ja. Süß. Du steigst in den Hausschuh rein und denkst dir, was ist denn da los? Dann liegen da drei gesammelte Bic-Kapseln rum. Weil der Kater, der hortet die. Und also richtig, der sammelt die, aber nur Bic. Also ich weiß nicht, irgendwann lag mal eine rum und da hat er das entdeckt anscheinend. Und also gut, mittlerweile wird er mit Nachschub versorgt, weil das gar so süß ist. Das ist und da seit Monaten, seit wann haben wir den? Seit Weihnachten? Also seit Monaten ist das sein Ding, ne? Bic Kapseln. Süß. Dann guck mal, was der Kater treibt und wir sprechen uns in der Woche wieder. Alles klar. Dann noch ein schönes Wochenende. Ausgemacht. Also, tschüss. Gehen wir mit dem Trailer raus. Ja, kann man machen. Doch mal. Ich kann den auch dann quasi so dahinter setzen, ne? Ja, du hast es ja schon gesagt, nächste Woche sind wir wieder da. Genau. Und zwischendurch liest oder hört man sich vielleicht bei Instagram. Ja, weil jetzt machen wir schon 10 Jahre Podcast, oder? Und mittlerweile, auch durch Corona, kennen immer mehr Leute Podcast. Was ist das eigentlich? Was mache ich da? Dann wir können, also der Michael aus Köln, den ich einer unserer Hörer, hat angefragt, welche Technik wir eigentlich einsetzen und so. Und ich habe ihm schon eine Antwort gegeben. Oh, ich habe es gesehen, hat mir Angst gemacht. Ja, mir auch. Und ich entschuldige mich mittlerweile auch dafür und ich sag dir von hier aus nochmal, Michael, falls du noch zuhörst, fang einfach an. Allerdings, was echt eine gute, du kannst hier zum Beispiel, was wir jetzt nehmen, hier Zoom zum Beispiel, damit kannst du auch aufnehmen. Aber was echt eine gute Investition ist, ist ein Mikrofon. Und da können wir vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal drüber sprechen. Ein ordentliches Mikrofon. Und möglich, also das schadet nie. Ne? Nee, sieht auch gut aus. Ja,
Wenn du im Online-Chat erscheinst, ne, alle anderen haben ihre iPhone-Kopfhörer auf und du ihr, dann bist der Held schon mal. Die wissen, der nimmt das Ding ernst, ne? Genau. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. So viel für heute von mir. Ich bin Thomas. Und ich bin Hans. Ciao.